Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück. Weiterer Teil von Lost in Random. Und wir befinden uns kurz davor, hier in dieses, in dieses Kriegsgebiet zu gehen. Das müsste Richtung Baroness gehen. Wir können nicht mehr mit ihm reden, haben wir beim letzten Mal ja gemacht. Und jetzt gehen wir mal in die Richtung. Ich bin gespannt, was da wartet. Hügel der wilden Karten, genau. Hier geht das schon ein bisschen, hier fängt schon auf jeden Fall schon mal an zu regnen. The Baroness lived the top wild card hill. Training ground for war and a home for warriors. It was not a place for children. But then again, thought even. Okay. What part of freedom was? Oh. Oh Mann. Komm, wir holen es. So, jetzt können wir gucken, was wir werfen können hier nochmal. Oh, und schwuppdiwupp. Ja, oh, sogar eine 3 diesmal. So viele Dreier-Sachen haben wir aber nicht dabei. Aber wir nehmen Kristallfluch auf jeden Fall. Und. Oh, mehr haben wir hier nicht, was wir großartiges nehmen können. Aber ich glaube. Wir behalten die Bombe mal als Pin drin. Und dann geht's raus. So, da sind die. Kristallfluch ist gut. Oh. Ach, guck doch rein. So. Ein bisschen treffen. Es fällt ja nur ein paar Sekunden an, deswegen. Ah. Ich hab mich überhaupt nicht getroffen. Ah. Oh, komm schon, hab ich echt getroffen von da? Okay, sammeln wir schnell mal ein hier den Kram. So, wie wir das Schwert mal nehmen. Durch den Segen des alten Wirbelschützen. Okay. Und die Hand kann man auch einsetzen, pass auf. Kann man genau da vorstellen. Los geht's. Wir stellen hier hinten hin. Und schießen von hier auch gleich. Los geht's. Und wir machen gleich mehr. Mehr auf, ne? Das wäre auch jetzt krass gewesen, wenn es der einzige gewesen wäre. Unser Schwert machen wir ein bisschen stärker. Blinzelangriff. Und eine Bombe. So. Hey, die Bombe wollte ich setzen. Los, geht er hoch. Geht die Bombe dahin? Oh, hat mich von hinten getroffen, die Sau. Okay. Halt. Oh, Mist. Das ist halt dumm von mir. Oh. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ja? So, die Natalias Glocke setzen wir auf jeden Fall ein. Nee, warte mal. Können wir nicht, wir müssen erst das Ding machen.
so ein bisschen Leben bekommen. Die Glocke müssen wir dann gleich einsetzen. Die markieren wir mal. So, jetzt aber. Okay. So, Affe. Jetzt müsst ihr die Besen bewegen. Hin. Also muss schon in der Glocke bleiben. Ah, hier will ich auch weg mal haben hier. Aber hier, ich will mich kurz ein bisschen aufladen an dir. Ich will mal ein bisschen an dir laben. Das war's. Ja, wir müssen hier oben längs gehen. Okay, gucken, was wir bekommen. Das ist schon gut. So. Meister Angriff ziemlich cool. So. Wir haben schon viele Gegner, aber wir kriegen das hin. Einer Bogen nehmen wir. Und auch das Schwert. So. Was war um? Mann. Okay, warte. Und die Bombe vielleicht. Wir haben zwei. Okay. Was heißt, ich hol das. Okay. Ah, ein paar schießen wir ab. Oh, der hat mich getroffen. Der Affe. Oh, Mist. So. Blinzelangriff muss ich nehmen. Mist.
Belohnung! Viererlanze. Der Geist der zerstörten Vierstadt manifestiert sich in Form einer Lanze. Drücke X, um anzustechen, und halte X für einen weiteren Durchbohrangriff. Sehr gut. Ah, schon Kohle. Wer ist sie? Well, well, color me impressed. Most interlopers find themselves dead long before this point. Oops. How did a child like you make it up here? Ich habe alle deine klobigen Lakaien besiegt. Ha, a likely story. You must have just snuck past them. Blind chance. At ease, child. Mein Name ist Even. Well then, at ease, Even. Look at you. You're not even old enough to be a recruit. You're soft, aren't you? Besser als gemein zu sein. Mean is just a compliment the weak pay you when they can't help but respect your authority. And I can see you respect mine. You'd be a fool not to. What can I do for you, Even? Okay. Was genau machst du hier? Fight war, soldier. That's what leaders do. And great leaders, well, they win them. My brothers have been a blight on this land for too long. Also? Erzähl vom Krieg. Simple thing, really, but it requires complicated strategy. One or both of my brothers defeated our bodyguard and killed our father. I don't let that stand, soldier. So I fight. And when I win, they will pay for their transgressions. Deine Leibwächterin Nishka ist tot. Sie lebt, mein Schrew. Not surprised. Nishka's damn tough. And if anyone could survive out there, it's her. She taught me how to win a fight. Taught me how to never surrender. Taught me the importance of duty. Komm mit mir, um sie zu besuchen. Sie vermisst dich. Oh, I doubt that very much. We share a respect and a bond forged in battle training. But she'd never say anything so soft. How is she, other than alive? Nicht so gut. Sie muss sich daran erinnern, wie dein Vater ermordet hat. Achso, wer? Wenn du mitkommst. Impossible! I am too busy waging and winning this war. Kannst du mir etwas geben, das sie an dich erinnert? A child coming here and asking for a gift. The sheer gall. But I admire the courage. Tell you what, Even. I happen to own the mighty mechanical arm that once belonged to Nishka. If you can take it, it's yours. Wirklich? Danke. Certainly. Like I said, all you have to do is take it. Kann man bestimmt nicht einfach so nehmen. It's only the most heavily guarded item in my entire freedom. I like your spunk, Even. So let me warn you. You will fail. You may even die. So do the smart thing and go back to whatever teapot shack you came from. Wie ist dein Vater gestorben? Suddenly, I think. I found him too late. The murder weapon was still there, but someone took it and stashed it inside the head of his own personal giant robot. The robot's long since destroyed now. The queen of all random had it dismantled after my father died. I think she feared the old man, and that his murder came as a dark blessing to her rule. Ah, but you didn't hear that from me. Okay, kann ich Nishkas Arm jetzt haben? Can you defeat my robots to claim it? No? Well then, there's your answer, Even. Okay, dann machen wir das. Glaubst du, du wirst deine Brüder besiegen? Me? Lose against a soft aesthete and a shrill maniac? Impossible. Even if they had the sense to ally against me.
I would have won today, actually, if only my maneuvers hadn't been interfered with by those blasted colossuses. They're supposed to move just once a day. It's highly irregular, recruit. Ich bin nicht deine Rekrutin. Sorry, force of habit. Okay. Bis dann. Gut, also. Even knew what she needed to do to get something that would jog Nishka's memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it, would be worth it. Okay, fragen wir hier mal. Rühren, Soldat! Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, ja, super. What can I do for you, ma'am? Erzähl mir etwas für die Baroness. Ma'am, as tough as she is smart, which is to say a lot, a master strategist, a stern disciplinarian, and the one true ruler of freedom. Achso, ist fertig, okay. Gut, sollen wir das Spiel einfach mal anfangen? Ich würde sagen, ja. Los geht's. Oder wofür ist das? Achso, jetzt können wir erstmal die Figuren ein bisschen bewegen. Das war das, genau. Das machen wir noch gleich. Ah, verschafft sich Platz. So, und jetzt geht's zum Brettspiel. So, jetzt haben wir alle drei gemacht. Jetzt können wir überall hin zappen uns immer mit ihm, ne? Das ist natürlich ziemlich cool. Hoffe ich zumindest. Seine rennt gerade überall weg. Hat auf jeden Fall den Weg da frei gemacht. Das ist schon mal gut. Colossus so, moved once again. This time in favor of the Count. Okay, lass uns das Spiel machen hier. Destroying the tower? To destroy the tower, you must lead your plague piece onto the appropriate tile in order to fire your cannons. Okay, kriegen wir hin. Bei diesem Sprechen musst du mit den umstehenden Kanonen der rotierenden Kanonen der Baronin zerstören. Lande die Spielfigur auf ein Kanonenfeld, erscheint eine Kanone, schieße auf den Knopf der Kanone, um diesen zu feuern. Lande die Spielfigur auf diesem Mauerfeld, erscheint für kurz eine Mauer, die Deckung von den Kanonen der Baronin bietet. Okay. Gegner da. Da nochmal. So. Gucken, was wir da rausholen können. Halten wir mal hier drin. Okay, die Mauern sind oben. Nein, du sollst nicht werfen. Ach, Mist. Nein, ich sollte erst noch nicht werfen. Shit. Wir müssen eins werfen. Wir müssen auf die Kanonen kommen. Ja. Geil ist dabei, ne? Hm. Die können wir auch mal. Jetzt machen wir mal den weg und pinnen den Pin an und den Pin den an.
Jetzt können wir eine Kanone schießen endlich mal. Und wir sind auch direkt da, das ist schon mal gut. Shoot the button to fire the cannon. So, ein bisschen haben wir die auf jeden Fall schon mal gekränkt. Okay, schmeißen wir das einmal wieder. Und, na, schießen können wir nicht nochmal, schade. Aber da kommt eine Mauer hoch. Oh, das ist auch gemein. Ah, die machen wir aber mal in die Hand. Setzen wir hier hin. Treffen wir beide denn so? Von hier, ja, ne? Und dann nehmen wir noch den Bogen. Wir können schießen gleich, das ist schon mal gut. Okay, sollen wir rein hier? So. Yes, können wir da mal wieder ballern? Shoot the button to fire the cannon. So. Okay, wir müssen mal kurz da hinten hin und die Kanone schießen. So. Watch out! The Baroness now has two cannons! Okay, drei Kanonen jetzt. Sprich für uns. Mauer. Eine Mauer für uns. Okay, noch erwischt. Nur so schnell. Ah, das sagt, oh, das ist der Riese. So. Lass mal kurz da. Warum nicht? Ja, wie immer.
Okay, nur auf jeden Fall. Den einmal. Den nehmen wir dazu. Und den bringen wir jetzt einmal dahin zum Typen hier. So. Und wenn wir schon dabei sind, dann schicken wir ihn auch gleich eine Hand entgegen. Und wir schießen von hier auf die Bombe. Ja. Oh, er schiebt ihn weg. Okay, das ist nicht so schlimm. Schon erwischt, auf jeden Fall. Okay, das war's. Müssen wir trotzdem die Dinger holen. Nein, warum werfst du denn? Ich wollte noch gar nicht werfen. Entschuldigung. Das war nicht Sinn der Sache. Ah, na gut. Look out! Walls are rising. Oh! Cool, die Bombe. Hat einen Typen getroffen, das ist natürlich ganz nett. So. Oh, jetzt kann man auch da schießen, okay. Ja, machen wir. Oh. You're halfway there. Guck mal, ich auch treffe mich vor ihm laufen, das ist auch nicht schlecht. Okay, aber so kann man natürlich den auch kriegen, wenn man einfach hinter den läuft. Okay, na das ist natürlich blöd. Das kommt nicht hin. So. Oh Mist. Ich hab mich vor uns getroffen. So. Auf jeden Fall das Leben einmal. Okay, jetzt können wir wieder schießen. Was gut für uns ist. Drei Kanonen hat die dumme Kuh jetzt. Okay. So. Wir müssen noch besiegen dann.
Okay, wir können uns schießen. Das ist schon mal gut. Shoot the button to fire the cannon. Mach mal. Oh. Oh nein. Verdammt, Dachs. So, können wir auch noch mal schießen? Shoot the button to fire the cannon. So, ich glaube, wir müssen noch einmal treffen, dann ist vorbei, der Kram. So, gucken wir nochmal. Der ist blöd. Okay, wir können nur noch mal abballern, dann müssen wir schnell hin. Versuchen wir. Oh, die einmal müssen sie treffen. Ja. Muss es gewesen sein. Gott sei Dank. Blinzelangriff. Weicht ihm mit einem blinzelnden Gegner aus, erhält er diesen. Okay, jetzt kennt er schon. Perfekt. Jetzt holen wir uns diesen mechanischen Arm, würde ich sagen. Mechanischer Arm. Jetzt können wir mit ihr darüber reden, glaube ich. Sieh mal, Nishkas, Maschinenarm. No, impossible. You can't have it. Give it here. Du hast gesagt, wenn du ihn mitnehmen kannst, gehört er dir. Hmm. A clever head on those shoulders, soldier. I suppose it was a royal promise I gave you. You have a future in my militia, even. Very well. Keep the arm. And if you see Nishka, tell her. Never mind. Just treat her well. She's earned that at least. Bis dann. So. With Nishka's arm, even had all she needed to remind the old bodyguard of the Baroness. She just hoped it would be enough to change the course of this war. Genau, und das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, tschüss.